Herzlich willkommen am KIT und bei Uni für Einsteiger. Von welcher Schule kommt ihr denn? Von Paulusheim, also in Bruchsal. Ja, ich auch. Bin da. Auch vom gleichen Gymnasium. Und könntet ihr euch vorstellen, nach eurem Abitur auch hier am KIT zu studieren? Ja, also ich kann es mir schon gut vorstellen, weil hier gibt es eigentlich viele Sachen, die mich interessieren. Ja, ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich schon in die technische Schiene auf jeden Fall gehe. Und ja, ich gucke mir gerade auch beim Maschinenbau an. Ich habe auch schon ein Praktikum gemacht beim Unternehmen, das Getriebe herstellt. Also das interessiert mich schon. Und auch weiter so vertiefen in Richtung Bionik finde ich auch eigentlich sehr spannend. Und ja, das KIT ist ja auch breit aufgestellt und ich denke auch, das ist schon mal ja, gute Anlaufstelle auf jeden Fall. Super, das heißt, ihr habt euch schon auf jeden Fall konkret informiert und nutzt jetzt diesen Tag auch, um euch einen Überblick zu verschaffen, oder wart ihr auch schon in Veranstaltungen, die heute ja auf jeden Fall für euch auch offen sind? Ja, also wir waren vorhin im Vortrag für Verfahrenstechnik, mhm. Und das war eigentlich schon sehr interessant, aber ich gehe jetzt nachher noch also in Biologieverträge, weil also das interessiert mich halt mehr, die reine Biologie und die reine Biologie war halt mehr auf Biologie also spezifiziert und nicht so, auch nur Physik oder Chemie. Okay, super. Also das heißt, ihr guckt euch nachher jetzt nochmal ein bisschen den Campus an. Habt ihr euch vielleicht für noch in allgemeine Veranstaltungen zu gehen? Wir vom Zentrum für Information und Beratung bieten ja auch zahlreiche allgemeine Veranstaltungen an, wie Stipendienwahl oder Begabtenförderung oder auch Wege ins Ausland. Spricht es euch auch an oder lieber erstmal nur konkret Studiengang und schauen? Ja, auf jeden Fall ist es ja auch wichtig, so ein Auslandsjahr wird ja auch von den Unternehmen eigentlich auch angerechnet und es ist ja auch wichtig, da Erfahrung zu sammeln und das macht ja eigentlich kaum einer, nur Studien nach der Schule so direkt, da gehört ja auch viel mehr noch dazu und deswegen, ja, werden wir uns hier auf jeden Fall auch alles anschauen, auch was dazugehört, nicht nur jetzt. Okay, super. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für das Interview und wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ihr macht es richtig, ihr nutzt diesen Tag, so wie wir es uns vorgestellt haben. Und für alle anderen, die vielleicht heute nicht hier sein konnten oder danach noch Fragen haben zum Studium oder generell zum KIT, besucht uns auf dem Campus am Zentrum für Information und Beratung oder online unter www.zip.kit.edu und dann noch ganz viel Spaß heute beim Uni für Einsteiger. Ja, danke.